Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge von Forza Horizon 4. Da geht es hier mit dem Tucana 10 Ford Focus RS AX von Kenblock mit einer Driftzone, die ich in der letzten Folge schon hingefahren bin, weil mieserweise die Folge beendet habe. Fällt mir jetzt noch nicht so. Oh, fahren wir nicht mit Wasser. Ist ja lachhaft, Alter. Du hast dein Ziel erreicht. So peinlich, ey. Sind auch mal zwei Sterne. So. Na, wo fährst du hin? Ja. Natürlich. Ich hätte es diese Seite auch besser. 100.000 Punkte. Okay. Bin auch wirklich kaum gedriftet. Ja, das sehe ich ja ein. Schon besser. Habe ich. Yes. Du hast dein Ziel erreicht. Hab aber geschafft. Tschüss. Dann die nächste Zone. Ich denke mal, ein paar fehlen noch Offroad. Ich kann mal auf. Nein. Mach jetzt mal nur Driftzonen an. Mach heute mal die Driftzone. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Da ist noch eine. Oh. Noch gar nicht gefahren. Dann hier fährt was wieder Offroad. Auf der Straße muss ich eigentlich alle gefahren sein, ja. Vielleicht auch Offroad ziemlich viel. Aber um es heute ein bisschen zu beschleunigen. Ich fang mal hier an. Ich teleportiere mich mal. Ist doch, würde ich noch ein bisschen was mehr schaffen in den letzten drei Folgen. In den 97., 98., 99. Wobei Folge 99 wahrscheinlich Bonustafeln sein wird. Also mal gucken. Nächste Folge bestimmt noch PR-Stunts. Dann 99 Bonustafeln. Ja, wieder bist du hinausgeschossen. Da bei mir quasi niemals vor. Nicht gut. Hier muss es auch Nacht sein. Das Problem bei einem starken Driftwinkel ist halt nicht, wo du hinfährst. Das ist ein kleines Problemchen. Nein, nicht zu schnell drehen, mein Freund. Nein, nicht so stark. Und nicht so weit zurückspulen. Schon 80.000 Punkte, ne? Zwei Sterne, so wie immer, eigentlich. Okay. Ich glaube, es sollten 90.000 Punkte werden. Guck mal zur Sicherheit.
93.000 ist machbar. Okay, Kurve schon mal verkackt. Ich denke, das ist der Grund deutlich einfacher. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, 80.000. Lass mich von der Seite nochmal. Alles gut. Genau. Bisschen mehr Anlauf. Ich finde es auch gut, dass die Nacht so dunkel ist. Na klar, das Spiel wird trotzdem noch aufgehellt. Ich denke, echt wäre es hier trotz der Scheinwerfer nicht ganz so hell. Das ist halt spielerisch einfacher. Finde ich auch in einem gewissen Rahmen in Ordnung. Ich halte die Nacht so an sich, dass es dunkel ist. Nee. So nicht. Ah, die Kuppe. Nee, der Lauf, der ist schon mal gar nichts. Bei Nacht sieht die Zone wirklich sehr schmal aus. Ich halte meinen geringen oder kleinen Lichtkegel, den meine Scheinwerfer projizieren. Die Gründen halt logischerweise nicht so einfach. Du hast dein Ziel erreicht. Obwohl es auch gar nicht mal so schlecht war. Ich bin in der Kurve zuletzt auf jeden Fall sehr gut gefahren. Sogar noch verbessert. Reicht aber noch nicht. Ich bin immer noch 5000 Punkte. Also das Spiel, bitte wird mal heller. Also da wird das Tag werden. Nee. Ich muss erst noch mit einem Drift nach links anfangen. Okay, es wird heller langsam. Sehr gut. Ah. Muss heller werden, ganz einfach. Ich komme schon besser klar, man sieht das auf jeden Fall. Okay, das war eigentlich zu stark. Und die Zone ist auch zu klein. Da könnte man ruhig das ein bisschen großzügiger bemessen. Der Raum, in dem die Punkte gezählt werden. Ja, noch einmal zurück. Aber nicht so weit. Nicht so stark. Mann.
Aber das könnte ich noch in dem Lauf schaffen. Jawohl. Geht doch. Zack. Auch da drei Sterne. So. Machen wir jetzt mal die, die ich oben gar nicht gefahren bin. Warum auch immer. Ich bin doch da 100 pro schon mal durchgefahren. So. Steinreise wird auch bald kostenlos sein, aber ganz ehrlich, das Geld juckt mich sowieso nicht. Ich dafür die Papinats bezahlen muss. Mein Konto ist ja immer ganz gut gefüllt in Forza. Nee, nicht ganz. Ich glaube nicht ganz so schnell. Nee, hat eh nicht gezählt. Schnell abbremsen. So, mal zurück. Das ist eine scheiß Kurvenkombination, Alter. Boah. Das ist ja mega öde. Das waren schon zwei Sterne. Okay. Schon üben. Nein. So, komm. Danke. Sind nicht viel mehr als vorher. Ich muss ja warten, bis es durchgelaufen ist, weil das alles zählt. 45.000 Punkte. Easy machbar. Wenn man sich nicht so dämlich anstellen würde. Wie hier zum Beispiel. Und die Punkte darum verschenkt. Das gefällt von der Seite jetzt hier besser. Hier ist ein Raumdreh. Na, nicht ganz so Fabian. Die kleine Bodenwelle war gemein. Jo. Warte, scheitert. Super. Das war doch schon besser. Du hast dein Ziel erreicht. Eine Güte. Ist doch nicht so schwer, Fabian. Zack. Stern Nummer 3. Und man sieht, um die Sachen auf der Sterne zu kriegen, muss man bei weitem kein Profi-Drifter sein. Würde ich bei weitem nicht.
So, die Zeit sagt. Boah, die könnte ich noch mal probieren. Hört sich gar nicht mal so schwer an. 65.000 Punkte. Ist doch nicht ganz geile Kurve. Ich werde jetzt aber nicht alle Blitzerzonen machen und dann irgendwie alle Gefahrenschilder, weil das schaffe ich, glaube ich, gar nicht. Du hast noch ein, zwei Blitzerzonen und dann wechsle ich mal den PR-Stand. Vielleicht zu Gefahrenschilder, mal gucken. Umdrehen. Wow. Der Sprung war nicht so geil. Wow, da ist mir gerade der Stick vom Finger gerutscht. Ah, nee. Hört sich sehr gesund an. Fast 90 im Rückwärtsgang, warum auch nicht? Keine Punkte machen, so geht's natürlich auch. Du hast dein Ziel erreicht. Im vierten Gang anfahren. Geht noch ziemlich gut. Wird in meinem Auto wahrscheinlich nicht ganz so gut funktionieren. Komischerweise. Nee. So. Sieht nicht schön aus. Aber hat gereicht. Das ist aber relativ deutlich. Dann würde ich vorschlagen, haben wir an an Driftzonen genug gemacht. Wechsel mal zum nächsten PR-Stand. Ich nehme einfach mal. Blitzerzone, wer ist denn damit? Quatsch, da mache ich glaube ich nächste Folge. Dass ich dann dafür vielleicht nochmal ein Auto aufbaue. Obwohl eigentlich. Könntest du auch mal was anderes probieren. Bei ganz vielen Gefahrenschildern sehe ich auch ein Auto ganz oftmals ganz vorne, was, glaube ich, an Offroad-Unfähigkeit kaum zu unterbieten ist. Richtig. Der Agera RS. Ist auch bei Gefahrenschildern auch oftmals auf vorderen Plätzen. Und halt schaffen exorbitante Weiten. Fragt man sich natürlich warum. Wahrscheinlich mit Allrad. Und so. Zack. Gefahrenschild, ey. Vielleicht gibt es irgendwo ein Gefahrenschild, wo ich halt ganz viel Anlauf nehmen kann. Mit dem Königsegg. Das ist relativ nah an der Straße, aber sieht nicht gut aus. Und ich habe auch schon ziemlich viel auf 3 Sterne. Was mich natürlich sehr freut.
Hier, das fehlt zum Beispiel noch. Oh. 304 Meter. Oder was habe ich denn so krasses Offroad-mäßig? Ah! Weißt du, was ich nehmen könnte? Nein, nicht den Funko. Den nehme ich nicht. Ein englisches Fabrikat. Der Metro. Der ist ja gar nicht mal so wenig getuned. Könnte sogar vielleicht reichen. Man kann es ja mal probieren. Mal von hier. Dass ich einfach schön geradeaus durchfahre. Das wäre mein Traum. So. In 100 Metern scharf rechts abbiegen. In 200 Metern scharf rechts abbiegen. Oh Gott. Okay, Vollgas, nee. Alter. Ey, wie direkt der Wagen ist. Im Leben. 240 Meter. Fehlen nur noch 65 weitere Meter. Okay. Das Gefahrenschild, das war auch ziemlich kacke. Ziemlich kacke ist. Ich habe was anderes. Das hier zum Beispiel. Hier muss ich auch nicht ein wenig schaffen. 228 Meter. Das ist vielleicht sogar gar nicht mal so sinnvoll, auf der Straße zu fahren. Stimmt man sich irgendwie mitten aus dem Wald oder so Anlauf nehmen und dann geht das. Sicherlich. Ups, ich weiß aber schon richtig. So. Ja, ein bisschen weiter links wäre nicht schlecht. Ja, Zäune sind echt schön. Aber kein Grund, die gleich abzureißen. Oh Gott. Ne, das sehe ich nicht ein. Das sehe ich jetzt mal überhaupt nicht ein. Nein, 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 zurückspulen, zurück. Warum geht das denn nicht? Entschuldigung. Schon besser. Das kann doch nicht so schwer sein. Zack. Gut gemacht, Metro. Gut gemacht. Was haben wir denn hier? Ach, da ja. Ich weiß. Kennt man ja. Deswegen. Ah, sollte reichen. Dann muss ich Richtung Norden. Was hält denn so bei Topspeed, ey? Nicht geil.
Okay. Ich finde jetzt schon der Berg ziemlich weit nach oben. nee, leider will ich nicht so fliegen. Wie weit ich denn jetzt schon fliege, ey? Ja, ich würde auch gerne mal dazwischen treffen. Nee, so nicht möglich. Vielleicht ist es auch gar nicht mal so schlau, jetzt hier so schnell zu fahren. So, let's go. Ist jetzt ja nicht so weit, ne? 30 Meter mehr. Soll ich mal den Funko einfach mal nehmen? So just for fun. Weil ich denke mal, an Top Speed würde es dem Wagen sicherlich nicht mangeln. So, wo ist er denn? Ferrari, Ford. Da ist ja der Funko. Ob das eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine Devise, die heißt Anlauf nehmen. Ordentlich Anlauf. So, wieder umdrehen. Ah, Wendekreis. Nicht so geil. Ich sehe nichts, was vor mir ist. Oh Gott. Natürlich sind die beiden Autos wieder perfekt im Weg. Dass ich die Kurve dadurch nicht anständig nehmen kann. Ich warte einfach. Ich warte einfach ein paar Sekunden, bis sie da weggefahren sind. So. Ich hoffe, dass sie weggefahren sind. Oh ne, nicht gut. Ne, dieser hochauflösende Berg. Mann! Oh. Kann mal passieren. Ich muss definitiv irgendwie weiter nach links, rechts kommen. Viel weiter nach rechts. Aber lenken ist ziemlich zwecklos. Nicht so doll. Nein. Böser Funko. Böse. Komm, halt nochmal. Oh Gott. Das wird eine Tortur. Das einfach aussieht, ey. Ist doch nicht mehr normal. Ich muss glaube ich, relativ weit links anfahren. Und danach jetzt rüberkommen. Aber wie soll ich das machen? Komm, der Wagen hat ja kein Allrad. Auf jeden Fall komme ich hier schneller hoch als mit dem Metro. Zumindest als der Lauf eben gerade von dem Metro. Ah, das ist nicht so geil. Nee. Also hier oben querkommen ist halt überhaupt nicht geil. Aber wie soll ich das, wie soll das denn richtig gehen? Das war schon gar nicht mal so schlecht.
hatte ich schon mal knapp 220 drauf. Oder hätte drauf. Ich muss irgendwie. Ich muss nach links kommen. Ja, aber ja, die Lenkbefehle sind dann natürlich fantastisch an der Wagen. Nee, das muss ich anders machen. Wow. Danke, Forza. Oh, was soll denn das? Das macht doch wieder keinen Sinn, warum ich jetzt hier nicht zurückspulen kann. This make absolutely no sense. Also durch manchen Dingen in Sachen Benutzerfreundlichkeit ist Forza nicht so weit vorne. Wie das eben gerade. Ja, springen gerne, nicht quer. Halt, der Wagen reagiert einfach null auf Lenkbefehle. Und wenn man lenkt, wenn man den Wagen gelenkt bekommt, ist es natürlich, da war natürlich der Raten, zu viel. Das war schon gar nicht mal so schlecht die Richtung, aber wie der Wagen auch abhebt, Alter. Nee. Da bin ich irgendwie zu dämlich für. Ich bin sogar weniger Meter als der Metro, ne? Weil ich halt scheiße geflogen bin. 54 Meter mehr, das ist nicht gut. Muss ich doch mal rumprobieren. Naja, aber nicht heute. Die Folge ist jetzt schon vorbei. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und...